meine Kinder, unzweifelhaft meine Kinder, weil sie ein Teil von mir selber sind, weil ich mich in den guten und in den schlechteren Eigenschaften wiedergespiegelt sehe, aber wo ich auch sehe, wie junge Menschen darum ringen, einen Platz in dieser Gesellschaft zu bekommen. Wer ist dieses Tier? Ob ich eine Person anspreche oder ob ich mit Gott spreche? Und Gott stiftet Gemeinschaft, aber nur wir ganz viele Menschen zusammen sind auch dann eine Gemeinschaft. Von daher braucht es einen Freundeskreis, braucht es die Familie. Aber es braucht eben auch dieses, was darüber hinaus weist. Das sind immer die Menschen, mit denen ich zusammenlebe und zusammenarbeite. Ich glaube, das ist gerade in unserer Gesellschaft im Moment zurzeit gar nicht so einfach. Die Corona-Pandemie hat uns in die Vereinzelung geführt. Und ich merke es an mir selbst, dass es gar nicht so einfach ist, sich nun wieder Menschen zuzuwenden. Oh, viele Leute ergänzen mich. Ich war eigentlich nie allein, das weiß ich auf jeden Fall. Wir sollen nicht alleine sein. Wir müssen nicht alleine sein.